warum? Weiß Herrin Leonida davon? Ja, und sie lässt Grüße bestellen. Nein, natürlich weiß sie nicht davon. Würden wir sonst mit euch sprechen? Aber ich will da nicht weiter reingezogen werden. Bitte, das müsst ihr doch verstehen. Diese Leute, denen ihr euren Fisch verkauft, sie foltern Unschuldige. Das wisst ihr, oder? Schänder. Sie foltern Schänder. Waren die es nicht, die uns in diesen verdammten Krieg gestürzt haben? Hört, Fremder, ich bin einfach nur ein Mann, der versucht, irgendwie über die Runden zu kommen. Leonida, Utran, Reinheit, mir ist egal, für wen ich arbeite, solange meine Familie abends Essen auf dem Tisch hat. Okay. Wir werden angegriffen. Wir könnten eure Mühen entlohnen. Wie viel bezahlen sie euch für euren Fisch? Ich bin mir nicht sicher, was ihr meint. Doch, seid ihr. Wie wär's damit? Das ist vermutlich mehr, als ihr in einem Monat verdient. Aber ich... Na schön, meinetwegen. Was soll ich für euch tun? Dieses Pulver hier. Nehmt es und verstreut es irgendwo innerhalb der Barriere, wo wenige Wachen stehen. Das war's dann auch schon. Pulver? Ich frag mal besser nicht, was es damit auf sich hat. Besser so. Viel Glück. Ja, danke. Wow, hier kommt sie schon wieder. Gehen wir es an. Ja! Werden fallen. Jämmerlich. Hopp, hopp, hopp. Na dann. Ein Gebäude wurde errichtet. Macht euch bereit. Wird schon schief gehen. Ja! Gehen wir es an. Ein Gebäude wurde errichtet. Jawohl. Wir werden angegriffen. Das gibt's angegriffen. Mit der Ruhe. Wir haben einen Sektor verloren. Ah, scheiße. Wo sind meine Truppen? Ein Gebäude wurde errichtet. Heilung. Kein Problem. Für die Feuertämer! Ah, oh, shit! Diese Katapulte haben die denn? Ja. Macht euch bereit! Gehen wir es an. Überlass das mir. Verbrennen wir sie. Für die Feuertämer! Wir werden angegriffen. Kinderspiel.
Generator. Bauen wir den Turm direkt vor die Nase. Das verlorene Kind kehrt zurück. Ja. Und? Habt ihr euch entschieden? Pulver. Wir werden angegriffen. Das Pulver sollte jetzt verstreut sein. Beeindruckend. Na dann. Ich werde euch auf euer Kommando reinbringen, aber seid gewarnt. Sobald ihr erstmal drinnen seid, werdet ihr auf euch allein gestellt sein. Und eure Truppen werden dort drinnen nicht mehr in der Lage sein, euch zu Hilfe zu kommen. Echt? Scheiße. Okay. Ich weiß. Das ist mir klar. Schickt uns rein. Mit Vergnügen. Tretet zurück. Oha. Interessanter Zauber. Los, suchen wir Leonida. Vielleicht können wir auf dem Weg ja auch noch ein paar Gefangene befreien. Je mehr Verstärkung wir haben, desto besser. Wir haben einen Sektor verloren. Kein Problem. Wird schon schief gehen. Angriff! Ich mache euch platt. Na schön. Gut. Seid ihr euch sicher? Macht euch bereit. Na dann. Wir werden angegriffen. So, Heilung los. In Ordnung. Blödes Katapult müssen wir auch noch. Wird schon schief gehen. Wir haben einen Sektor verloren. Nochmal. Hier bin ich. Heilung. Ah, hier. Wartet! Wartet! Tut das nicht! Lasst mich einfach gehen, in Ordnung? Ich gebe euch was im Gegenzug dafür. Was denn? Was? Die Schlüssel zu den Zellen. Ihr plant wahrscheinlich, diese verrückte Hure kalt zu machen, oder? Ja. Tut euch keinen Zwang an. Ich war ohnehin schon lange mit ihr fertig. Mit den Schlüsseln hier könnt ihr die Zellen öffnen.
Und ich bin mir sicher, die Gefangenen würden euch liebend gerne bei eurer Mission unterstützen. Okay. Na schön. Gebt mir den Schlüssel, dann macht, dass ihr hier rauskommt. Ja, ja, das werde ich. Hab Dank, das war die richtige Entscheidung. Na, hoffentlich. So. Hab ich jetzt den Schlüssel? Mhm. Wenn ich wüsste, wie die Gefängnisse aussehen. Da! Wir werden angegriffen. Klingt gut. Brauchen wir nicht der richtige Schlüssel oder was? Verstehen wir uns das mal an. Hier geht's nicht weiter, wir müssen doch hoch. Oh, jetzt. Beiden! Hey! Hier drüben! Schnell! Ja. Mit der Ruhe. Ihr seid frei. Geht jetzt. Danke, aber nein. Ihr habt keine Ahnung, was diese Monster uns angetan haben. Ich werde diese Insel erst verlassen, wenn Amaria Leonidat tot im Staub liegt. Beiden. So wie jeder einzelne ihrer Leute. Wir haben einen Sektor verloren. Schnell. Na schön, aber ich gebe die Befehle. Ist das klar? Absolut. Geht voran. Wir killen sie. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich danke euch. Sag, ihr geht jetzt nicht zurück, oder? Nein, wir werden diesen Laden dicht machen, auf die ein oder andere Art. Ich verstehe. Dann will ich euch helfen. Was diese Leute uns angetan haben, ich kann nicht einmal darüber sprechen. Wir können nicht einfach weglaufen. Das können wir nicht. Gut, dann kämpft. Aber damit wir uns richtig verstehen, ich gebe hier die Befehle. Wir werden angegriffen. Beiden! Hey! Hier drüben! Schnell! Ja, Moment. Das Ding hier auf. Sicher. Interessant. Ja, Tiaras Atem. Ihr habt es geschafft. So, gerne schön. Geht jetzt, bevor Herrin Amaria Verstärkung schickt. Gehen. Das könnt ihr vergessen, Freund. Ich werde dabei helfen, diesen verfluchten Ort bis auf die Grundmauer niederzubrennen. Ja. Nein, ihr braucht gar nicht erst zu versuchen, mich von etwas anderem zu überzeugen. Waffen, die könnten die Gefangenen vielleicht nutzen. Wir haben einen Sektor verloren. Thank you.
Feuer drauf. Heilung. Scheiße, wie ist ein Katapult hier? Guter Plan. Gehen wir es an. Sie werden frei. Wir haben einen Sektor verloren. Egal. Wir müssen den, den Typen hier oben erledigen. Wo immer der sich versteckt. Interessant. In Ordnung. Irgendwie ein bisschen falsch, oder? Wir hier hinten lang laufen. Kommen wir da hin. Weise Wahl. Was wird's zum Looten? Findet Leonie da. Na, sieh mal einer an. In Ordnung, Taha. Ihr hattet euren Spaß, aber hier endet es. Warum habt ihr euren Soldaten nicht geholfen? Habt ihr euren Soldaten nicht geholfen? Ihr müsst doch den Kampfeslärm gehört haben. Habe ich. Aber wenn diese Schwachköpfe nicht einmal in der Lage sind, ein paar Eindringlinge abzuwehren, habe ich keine Verwendung für sie. In Aonirs neuer Welt haben Schwächlinge keinen Platz. Was zum Henker ist mit euch passiert? Ich habe das Licht akzeptiert. Aber sparen wir uns doch das Gerede, in Ordnung? Ihr seid hier, weil ihr Blut vergießen wollt. Wie könnte es auch anders sein? Ihr seid genau wie euer Vater. So. Na gut. Wer führt hier... Moment! Ihr nennt mich blutrünstig? Wer foltert hier Unschuldige? Hier gibt es keine Unschuldigen, Taha. Diese Magier, dieser Abschaum, sie sind nicht einmal Menschen. Schänder sind Ungeziefer, Schädlinge, die allesamt ausgemerzt werden müssen. Und glaubt mir, ich weiß schon, was ihr denkt. Dass das hier mein persönlicher Rachefeldzug gegen euch ist. Ein Magier hat meine Söhne getötet. Folglich sind alle Magier böse, richtig? Da liegt ihr falsch. Wusstet ihr, dass ich 2 Wochen, nachdem dieser verdammte Krieg vorbei war, versucht habe, mir das Leben zu nehmen? Diese Stille in unserem Schloss. Das Wissen, dass diese 2 wunderschönen Jungen, meine Jungen, unter der Erde lagen. Entstellt von der Magie eures Vaters. Da war kein Zorn mehr in mir, Taha. Nur Leere. Und ich konnte sie einfach nicht mehr ertragen. Also habe ich mir einen Strick um den Hals gelegt und mich fallen gelassen. Aber das Seil ist gerissen. Es gab keinen logischen Grund dafür und trotzdem ist es passiert. Ich fiel zu Boden und verlor das Bewusstsein. Die nächsten 3 Tage verbrachte ich in einem tiefen, seltsamen Schlaf. Und ich habe geträumt. Greifen Sie an. Das ist mir egal. Erspart mir eure Geschichten, Amaria. Bringen wir es einfach hinter uns. Das werde ich. Okay, los. Endkampf! Heilung! Wow! Wow, wow, wow! Kein Mana! Ist mittlerweile ein Bärchen geworden. Ich greife ihn an. Ein Gebäude wurde errichtet. Ich greife Bärchen an. So. Heilung. Ah!
unsere kleinen Gefangenen ganz schön beschädigt. Was? Das war schon alles? Nein. Ihr seid so schwach wie die Götter, die ihr anbetet. Noch lange nicht. Wow. Guter Plan. Bereuen. Hat ich den aus dem Kampf genommen, oder was? Wir haben einen Sektor verloren. Oh Scheiße, unser Hauptsektor. Oh, oh, oh. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Wir müssen gewinnen. Wir müssen gewinnen. Scheiße.